Moin YouTube, da bin ich. Moin YouTube. Moin YouTube. Willkommen zum neuen Video vom Lachstore. Wir haben heute, gute Frage. Und unser Chef hat sich überlegt, dass er, hat sich was überlegt. Moin YouTube. Herzlich willkommen beim Video vom neuen Lachstore. Was? Was habe ich gesagt? Moin YouTube. Wir zeigen euch heute. Alter. Eine Ewigkeit später. Moin YouTube. Herzlich willkommen zum neuen Video vom Lachstore. Heute zeigen wir euch, wie man aus einem Kanister einen Briefkasten baut. So, heute mal ein neues Gesicht für euch. Unser Lacker ist im Urlaub. Ich bin seine Urlaubsvertretung. Als Auftrag habe ich bekommen, aus diesem Kanister einen Briefkasten zu machen. Ich werde die vordere Front bekleben, dann den Briefschlitz und die Tür aufzeichnen, so dass es passt für mich, und dann mit Scharnieren und den Schlössern daraus eine Briefkastentür machen. Werden wir mal sehen, wie das funktioniert. So, den groben Teil haben wir hinter uns, den lauten Teil haben wir euch auch erspart, die Sägereien. Das ist jetzt das Ergebnis. Hier ist eine Tür drin, hier ist das Loch für das Schloss und hier oben der Briefeinwurf. Wir werden hier nachher so einen Keder rumsetzen, also die Kanten sind entgratet, aber halt so, dass wir noch ein bisschen Kantenschutz haben. Das mache ich hier um die Tür auch noch rum, aber wir wollen jetzt erstmal lackieren. Ich habe das nur einmal gemacht, um euch das zu zeigen, wie es aussehen könnte. Ich schleife das jetzt einmal durch und dann kommt Farbe drauf. Als nächstes grundieren wir. An einigen Stellen haben wir blankes Metall durch das Sägen und Flexen am Kanister. Da diese Stellen sehr rostanfällig sind, grundieren wir diese über. Und so haftet auch die Farbe später besser. Houston, we have a problem. Natürlich, genau wo wir fertig sind mit der ersten Schicht und diese trocknen wollen, fliegt uns eine Fliege in den frischen Lack. Das gibt nochmal ordentlich extra Arbeit. So, durch die Fliege Planänderung. Erstmal wieder schleifen. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Wir haben von unserer orangenen Spraydose leider nur ein Stück. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein helleres Orange verwenden, um eine deckende Schicht zu bekommen. Und danach geht's mit unserem Orange nochmal drüber.
Also ich muss schon sagen, das sieht ziemlich gut aus. Wenn euch das auch gefällt, lasst doch ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt doch gleich auf den Abo-Button. Als das getrocknet war, haben wir die Nummer und die Griffe abgeklebt, um das dann in Anthrazit zu lackieren. So, da bin ich wieder. Das Ding ist über Nacht getrocknet. Nach dem zweiten Versuch und der Entfernung der Fliegenbeine hoffe ich, dass es jetzt was geworden ist. Ich werde jetzt langsam mal das Papier abziehen und gucken, was daraus wird. Nach dem Klebeband entfernen mussten wir feststellen, dass sich das Klebeband in die Farbe gedrückt hat. Das haben wir natürlich erstmal wieder geschliffen. Dabei ist das helle Orange etwas durchgekommen. So, einmal durchgeschliffen. Wie ihr seht, ein bisschen Richtung Shabby Chic. Was soll ich sagen? Eigentlich nicht so, wie es sein sollte, aber sieht im Endeffekt besser aus als vorher, glaube ich. Ich werde das jetzt noch mit einem 1K Klarlack ein bisschen fixieren, damit es ordentlich aussieht. Matt, gleiche Optik. Wir haben demnächst auch noch eine Zapfsäule, die werden wir in der gleichen Richtung machen. Vielleicht passt das ja zusammen. Ich lackiere das jetzt. So, da ist er. Anders als geplant, besser als gedacht. Ich finde es ganz schön. Mal abschließen, aufmachen. Bisschen mit Keder, dass man sich die Finger nicht einhaut. Mattes Finish. Ich bin zufrieden.